Ja, nee, du sagst jetzt nicht. Du gehst ja jetzt durch die Tür, machst die Arbeit. Ich wollte. So, Amtsanmaßung, $8,000. Zuerst die Schüsse. Ich bin auf dem Weg, Herr Bond, ich komme. Hallo, Herr Bond. Hort an Bond, wir müssen gleich auf Streife. Herr Hort, zeigen Sie dem Herrn doch einmal, was ein Gummistock im Gesicht ausrichten kann, wenn man die Maske im PD nicht abnehmen möchte. Entschuldigen Sie. Was? Können Sie die Maske einmal bitte abnehmen? Sonst müssen wir die wirklich gewaltsam entfernen. Ich würde Sie drum bitten. Und nehmen Sie das von Herrn Bond wirklich, der hat manchmal ein leichtes Aggressionsproblem. Also, wenn ich jetzt meine Maske abnehme, dann wissen Sie ja, wer ich bin. Wissen wir auch so. Dann werde ich Sie einmal aufklären. Wir haben die Erlaubnis, mit Gewalt gegen Leute vorzugehen, die sich bei uns weigern, unserer polizeilichen Anweisung massiv Folge zu leisten. Das ist korrekt. Polizeigewalt? Nein, das ist eine, sagen wir mal, dominante Ausübung unseres Berufszweiges. Aber ich warne Sie jetzt noch ein letztes Mal. Nee, ich halte die Tür zu. Ja. Dann halten Sie die mal zu. Ja, was willst du machen? Okay, ich werde Ihnen jetzt mal zeigen, was ich machen will. Oh, Scheiße! Oh. Verdient. Ach du Heilige, was war denn das? Oh, Sommer. Wenn Leute versuchen, massiv gegen die Polizei anzuarbeiten, haben wir das Recht, mit dem Gummischlagstock gegen diese, sagen wir, Verweigerung vorzugehen. Das nennt man Brechen, die Herren. Brechen. Wir nehmen die Elisa mit. Wer fährt? Ich würde sagen, Sie fahren, Herrn Bond. Kann ich bitte vorne sitzen? Natürlich. Danke dir. Habt ihr auch manchmal das Verlangen, einfach vom Mace Tower runter zu schießen? Zu schießen, natürlich zu schießen. Klar. Nein, zu springen nicht, aber zu schießen ja. Ständig. Ja. Herr Bond, ja. Sie sollten Ihre Aggression unter Kontrolle kriegen. Negativ. Dafür bin ich hierher versetzt worden. Oh wow. Direkt hinterher. Zugriff! Mann! Der hat aber auch Tempo unterwegs, ne? Oh, wir haben ihn verloren. Ach, gucken Sie an. Einmal eine Abholung für drei Beamte. Aha! Ist er das? Ziehen wir mal raus. So, allgemeine Verkehrskontrolle. Einmal bitte auf den Bürgersteig kommen. So, Personalausweis, Führerschein. Herrn Stone! Und Sie auch, dann fern Sie bitte von dem Maßen. Woher kennen Sie den her? Also, Elisa, woher kennst du den? Er ist ein sehr, sehr, sehr guter Freund von meinem Papa. Dementsprechend auch ein guter Freund von mir. Okay. Also, was heißt jetzt guter Freund? Was? Ein Freund, ein guter Freund, alles gut. Was heißt denn jetzt ein guter Freund? Was soll denn die Scheiße jetzt? Ein guter Freund, so. Aber natürlich trennen wir Arbeit von. Von was? Von wie, was? Privatsphäre. Was heißt komm, jetzt mach doch keine Arbeit, Mensch. So, Verbandskasten, Warndreieck, Warnweste. Ja, schauen Sie nach, hinterm Sitz. Ja, ist alles da. Sie können weiterfahren. Aber Sie wissen, was Sie verkehrt gemacht haben? Allgemeine Verkehrskontrolle, hallo? Aber Sie wissen, was Sie verkehrt gemacht haben, oder? Miese Fahrweise vielleicht, keine Ahnung. Wie bitte? Miese Fahrweise, keine Ahnung. Nein, das war einmal ein Geschwindigkeitsüberschritt von mindestens 30 km/h. Das gibt ein Bußgeld von 2000. Haben Sie die Vorfahrt missachtet? An der Straße, an der Kreuzung? Richtig. So, Handy am Steuer habe ich auch gesehen. Und einmal die Verkehrsschilder nicht beachtet. Begleichen Sie einmal die Rechnung. Sie haben mich gerade da hinten an der Kreuzung gesehen und Sie geben mir Bußgelder für Geschwindigkeitsüberschreitung, obwohl ich nicht mal 100 gefahren bin. Und Sie können gerne weiter diskutieren, dann wird das Bußgeld höher. Oder wollen Sie einsteigen und weiterfahren? Haben Sie ein Kartengerät dabei? Wie, was für ein Kartengerät? Das Ding ist durch. Guten Abend noch. Ja, ebenso. Entspannten Dienst euch da rein noch. Ich hab dich im Auge. Ach du heilige Scheiße. Ja, aber Hartz IV ist einfach geil. Das ist Hartz IV der Tag heute hier. Na weg, bevor die Geringverdiener mit uns reden wollen. Herr Bond, mir gefällt Ihre passive Aggression tatsächlich sehr. Du meine Güte, was ist denn da los? Darf ich Sie einmal durchsuchen, der Herr? Ja. Dann haben Sie scharfe oder gefährliche Gegenstände bei sich, an denen Sie verletzen könnten? Ja, zum Beispiel. Ja auch bei dem Messer. Messer? Ein Wofür Messer. War denn das? Zum Brotschmieren oder was? Ja, genau. Das Messer ist jetzt nicht das Gefährlichste. Was sagen Sie denn zu dem Karabiner, der hier... Ach du meine Güte, wir haben Karabiner. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, genau. Und das ist dafür da, dass ich mich verteidigen kann. Ah, dass Sie sich verteidigen können. Natürlich, logisch. Das Schwarzgeld ist übrigens von dem Herrn, der uns ausrauben wollte. Ah, natürlich. Whisky, Wodka, es ist halt so Kokain... Was ist denn mit so Ihnen lustig? Ja, Entschuldigung, das ist für meine Gesundheit. 17 Kabelbinder, oh mein Gott. Ja, das ist für mein Motorrad, da ist irgendwas locker. Ich glaube, Mensch, wir haben hier einen Schwerpunkt. Nein, haben wir nicht. Bitte, ich glaube tatsächlich. Nein. Bitte schützen Sie mich. Ich werde Ihnen einmal Handschellen anlegen, damit er keine Gefahr darstellt. Ich habe doch schon Handschellen um. Ist das so? Das kann ich gar nicht sehen. Sie. Also am besten wirklich doppelt Handschellen, oben, unten und einmal Mundtape. Ich bin doch jetzt nach Butzbach für uns. So. Butzbach, Erwachsenenvollzug. Was ist denn an Zuggeräten illegal? An ihn tatsächlich ist die Frage, was an ihn legal ist, nicht was an ihn illegal ist. Gute Frage. Was an mir
hier legal ist. Mein Schwanz. Die Brille habe ich mir gekauft. Ihr Schwanz ist legal. Werden wir einmal notieren. Sei mal ein bisschen vorsichtiger. Womit soll ich vorsichtiger sein? Mit meiner Rückhand, die ich dir sonst verpasse, oder womit? Ja, das kannst du ja mal versuchen. Ja, das werde ich dann versuchen. Ab in die Zelle. Dein Gesicht merke ich mir. Dich mache ich lang, Junge. Also wirklich, was heute wieder los ist. Entschuldigung, mal eine kurze Frage. Ja, kommen Sie bitte mit. Ist bei Ihnen die rechte Tür noch da? Auch gleich nachher. Was? Ist bei Ihnen noch die rechte Tür da? Sehen Sie das? Ach, soll ich jetzt rübergehen und gucken, ob die rechte Tür da ist? Ja, wäre super. Weil ja, gut, ich komme dann mal mit, ja? Haben Sie sonst noch irgendwelche Probleme? Soll ich nachgucken, ob die rechte Gehirnhälfte von Ihnen auch da ist? Nee, bitte nicht. Okay, und was soll jetzt mit der Tür sein? Ja, also ist die Tür bei Ihnen noch da? Die Tür ist da, ja. Und der Mechaniker hat rumgeschlampt, deswegen wollte ich Sie nochmal nachfragen. Ja, dann ruf doch einfach den Chef vom ADAC an. Ja, okay, werde ich das nächste Mal dann wahrscheinlich machen. Ich hatte nur jetzt nicht kein was fragen, weil sonst wäre ich jetzt nämlich zur Garage gefahren und hinten eingepackt erstmal. Haben Sie mal 50 Euro? Ja, natürlich. Und eine Cola? Eine Cola sollte ich bestimmt auch haben. Ja, wie gebe ich denn überhaupt mein Geld? Ach, da. Wie viel wollen Sie? 50? Ja. Ja, ein Fuffi. Will ja nicht so sein, ne? Hier kriegen Sie mal ein bisschen mehr. Wie viel wollen Sie denn? Einfach zwei, drei Cola. Ja, kriegen Sie drei. Danke. Schön. Gut. Okay. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, ja? Ja, wünsche ich Ihnen auch. Bitte? Was hast du gerade bekommen? Eine Cola. Nur eine Cola. Durst. Eine Cola. Ja. Möchtest du auch eine Cola? Nö. Gut, dann können wir ja weiter. Mit Geld sagen wir nichts. Over. Hier kommt's. Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Huschel, jetzt komm mal mit. Und schau mir da nicht so doll immer über die Schulter. Ist doch alles gut. Elisa. Komm mit, Huschel. Nee, ach ja, wir haben ja einen Gefangenen. Ach Mann, warum muss ich neben dem sitzen? Na, weil das so ist, die Dame. Kollege, der Gefangene, die Hände bleibt da, wo sie sind. Ich habe Handschellen an. Haben Sie getrunken? Ich sage Ihnen das nochmal. Die Hände bleiben da, wo sie sind, sonst sind sie ab. Vielleicht haben Sie meine Socke im Mund, wenn Sie nicht den Mund zumachen. Ja, dankeschön. Ich sag gar nichts mehr. Ich würde die Socke nehmen. Ja, das ist gut. Die ist erst den halben Tag geblieben. Ich glaube, er wird nicht meine Socke nehmen. Wow, das war jetzt etwas unangebracht, Frau. Warum? Sommer. Wieso? Ich hoffe, Sie meinten nichts, was unter der Kleidung. Nein. Sag mal, Sie Perversling, wirklich. Ja, Sie haben das jetzt hier so falsch dargestellt, Frau Sommer. Wir haben hier einen Ruf zu verlieren. Wir sind hier mit dem Gefangenen. Letzte Warnung, gleich ist eine Stinkesocke in Ihrem Maul, ja? Ziehen Sie die doch schon mal aus. Wirklich Ihre Socke? Welche Socke? Frau Sommer? Ja, hat sie doch gesagt. Sie ja, ich meine doch meine. Nein, Sie kriegen die Socke nicht! Frau Sommer, Sie behalten jetzt Ihre Socken an. Ja. Und die Füße bleiben da, wo sie sind. Sonst wäre ich hier Fuchsteufelswelt. Gut eingeparkt, Herr Bond. Besser als der Helikopter, aber darüber wollen wir ja nicht sprechen. Dem Herrn Maus im Fahrzeug. Port an Mast. Ja, super. Perfekt. Und dann bitte eigenständig hier vorne zur Tür laufen. Wohin? Herrn Mast, wo sind Sie? Oben im PD. Was ist los? Melde dich doch. Wir sind unten in der Zelle. Hallo. Moin. Was ist denn? Herr Maas, als enger Vertrauter und als Mann unter den Fittichen muss ich Ihnen folgende Sache übermitteln. Ja, was ist denn? Frau Sommer und ich, wir sind jetzt ein Paar. Na, das freut mich für Sie. Herr Gavari, 8x8. Ja, Herr Hort? 16. Der Herr Gavari wusste nicht, was 9x9 ist. Danach ist er zum Herr Weiß gegangen und hat ihm gesagt, er soll mich kündigen. Ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja, wunderschön. Einen wundervollen. Elisa, fall mir bitte nicht um. Wir sind jetzt ein Paar. Ja. Das hat ja nicht so gut geklappt, ne? Ich weiß, es ist als erstes ist es erstmal ein Schock, aber glaub mir, ich habe das Ding unter Kontrolle. Elisa, bitte komm hoch. Bitte. Frau Sommer, wir kriegen das hin. Leid. Ich hoffe, das sind Freunde drehen. Ja, klar. Also klar. Frau Sommer. Sehr gut. Ja. Falls es einfach zu viel wird, ich bin auch noch Single. Herr Mast, und jetzt die Eier verlieren oder schlafen. Herr Mast. Bewegen Sie sich mal ganz schnell im Rückwärtsgang zurück. Also natürlich nur, wenn der Herr Holt einverstanden ist. Ruhe jetzt. Bin ich nicht. Herr Mast, 2 Meter zurück. Eine Sache haben wir zu klären. Was denn? Ich würde tatsächlich, also jetzt ist jetzt nicht offiziell, aber für die Zukunft schon mal ein bisschen Gespräche, Kommunikation ist ja das A und O. In der Zukunft sollten wir einen Fuffi übrig haben. Standesamt, heiraten, Steuern sparen, den ganzen Kram. Du heißt dann Frau Hort und nicht mehr Frau Sommer. Frau Hort. Frau Hort, also du gibst deinen Namen weg. Das ist klar, oder? Gut, okay. Ja, gut. Nur das wollte ich klären. Ja. Alles gut. Ja. Und dann bleibt's halt einfach bei... Bei Standesamt bin ich aber tatsächlich raus, ne? Wie, was? Also ich bin eine Person, als ob ich mir den Weg zum Standesamt mache. Wenn schon, muss das schon richtig fett sein. Was soll das denn jetzt heißen? Und jetzt kommen wir hier. Also fett heißt direkt teuer jetzt, oder wie? Ja, ist richtig. Ich habe 8,2 Millionen. Das kann ich mal easy hinlegen.
Ein Moment. Behalt dein Geld. Dein Geld ist für dich, Herr Ngavari. Ja, wegen der Pipeline, wegen der Finanzspritze. Der Bundeskanzler würde da doch sicher was zusteuern, oder? Herr Ngavari. Bin gerade dezent nicht mitbekommen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht. Sollten wir eine Hochzeit machen? Ja. Kann der Bundeskanzler da was zusteuern? Per Finanzspritze? Was müssen Sie denn Bundeskanzler schon persönlich Aber ziehen sagen? Wir da zusammen an einem Strang? Das kann ich, nee, da gebe ich jetzt keine Aussage. Herr Mast, warum hängen Sie denn da so? Ich brauche einen Snickers. Ich habe einen Diabetes-Schock. Ich habe tatsächlich einen Snickers für dich, Mann. Diabetes. Herr Mast, Sie werden in der Zelle benötigt. Herr Mast. Da will Sie der Gefangene in der Zelle 4 sprechen. Herr Mast, kommen Sie mal ein bisschen zu sich jetzt. Ja, warten Sie. Oh, danke. Bitte. Jetzt geht's wieder. Danke. Gar Herr Gavari, 8x8. 69. Keine Ahnung. Also, ich heiße jetzt nicht Gavari, aber das ist halt, ne? Herr Gavari, 7x7. Er weiß. Wo wird. Geben Sie mir bitte die Erlaubnis, das zu machen, was ich Ihnen vorhin gesagt habe. Postleitzahl 7022 auf dem Highway. Elisa? Da habe ich ganz kurz, ja, Beziehungsgespräch, wichtig? Ja, bitte. Mein Schatz. Also, Puschel, pass auf. Wir haben das Geld sicher für die Hochzeit von Herrn Toast, okay? Also ich nehme dich jetzt komplett, du bist mein Partner und ich nehme dich jetzt, also es wird eine schwierige Reise für dich, aber ich nehme dich jetzt mit in den Verstand von Michael Hort. Ja. Ich versuche alles, dass die Hochzeit und das Geld für uns danach also, komplett gesichert ist. Ja? Du planst das so, als wären wir schon verlobt. Bitte? Du planst das gerade so, als wäre ich muss mich ja um dich kümmern, oder nicht? In eine feste Beziehung gekommen. Ich muss mich doch um dich kümmern, oder nicht? Nicht Hochzeit. Ja, Hochzeit. Sorry. Das tut mir leid. Das wird eine Hochzeit. Ich werde mich komplett um das Ding kümmern, okay? Dass das gesichert ist, falls es dazu kommt, okay? Das planst du so, als ob wir jetzt fest heiraten. Jetzt kommst du, wenn es dazu kommt, entscheid dich mal, ja? Also ein bisschen Distanz ist doch gut, oder nicht? Nee, finde ich gar nicht. Ach so, okay. Nicht scheiße, tatsächlich, ja. Oh, jetzt sei nicht so. Sei nicht so verstanden. Entweder du sagst, wir schauen mal, wie es weitergeht und hörst erstmal auf zu planen. Okay, gut, ich sag's jetzt so, wie es ist. Die Hortzeit ist bereits in der Pipeline. Okay, perfekt. Gut. Wir brauchen dich mal ganz kurz hinten. Ich komm sofort. Einen Moment. Ich muss das Ganze. Ich komm jetzt sofort. Jetzt? Aber da vorne ist einmal. Dein Hamburger wird gerade festgehalten. Mein was? Von wem? Ja, von Herrn Gavari. Bleiben Sie hier. Oh mein Gott. Ich habe hier einen Donut für Sie und einen Cola. Ich komme gleich. Bleiben Sie ganz kurz hier vorne 5 Minuten. Ich bin sofort da. Welche Richtung? Ich stand neben. Warte. Geh vor. Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen stehen bleiben, ja? Kommen Sie mir nicht so dumm. Herr Gavari, was soll denn das? Herr Gavari, was ist denn... Okay, Herr Gavari, Herr Mast kann sich nicht benehmen und meint mich seit 3 Stunden durchgehend zu provozieren. Herr Mast, ich kann irgendwelche Mathe-Rechnungen. Was ist passiert? Ich habe schon angerufen, der kommt jetzt auch schon. Herr Gavari, ein was müssen Sie aber wissen. Sind Sie Ohr? Sind Sie was? Sind Sie Ohr, Herr Gavari? Ein was müssen Sie wissen. Jawohl. Pass auf, mein Junge, ich klär das für dich, ja? Danke. Herr May. Was für May? Oh, Mast. Herr Weiß. Guten Tag. Ganz kurz, ja? Bevor Sie irgendwie dem Mast jetzt irgendwie ein bisschen eine Moralpredigt halten, sollten wir auch mal über das Verhalten von dem Herrn Gavari reden. Nämlich, wenn man was erwartet von einem Herrn oder generell. Herr Mast, was wollten Sie denn jetzt sagen, den Herrn Gavari? Sollte man dementsprechend auch so handeln und nicht ausfällig werden, ihn wegfäsern und sonstiges. Ja, ist ja klar. Man sollte sich, ich sag mal, das ganze Leben nehmen, je nachdem, wie man sich verhält. Wenn man selber nicht besser ist, dann sollte man sich einfach gar nicht beschweren. Herr Weiß, also ich muss auch einfach mal. Ich muss das Ganze aus dem Funk raus. Da bin ich schon gerade rausgegangen. Aber gut, wenn Sie nicht mit mir reden. Doch, ich rede auch mit Ihnen, Herr Gavari. Kommen Sie mal bitte wieder zurück. Also ich glaube einfach, wenn man so leicht gereizt wird. Das Ganze ist einfach nur Kindergarten. Was kann ich für Sie tun? Ah, Herr Officer, guten Tag. Mein Name ist Antoine Burz. Ich habe mich hier beworben und ich wollte Ihnen nur sagen, wenn Sie mich annehmen, gibt es hier für die ganzen Gewerkschaft Donuts umsonst. Einmal der Nachname, bitte. Burz. Buchstabieren. B. B. U. B wie? B wie Berten. B Berta. Genau. B wie Burz. U wie was? Uran. R. Wie Rhein. Rhein. T. Wie weit? Wie Tante Emma Laden. Ja? Und ein Z, wie Zentrale, wo ich Herr gleich Burz. Arbeiten werde. Okay, Herr Burz. Genau. Und Sie wollen sich einmal bewerben für was? Können Sie sich bitte ich habe mich schon beworben, ich wurde angenommen, verstehen Sie? Okay, ich schaue einmal nach. Genau, gucken Sie. Ja, Herr Burz, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber Ihre Bewerbung wurde tatsächlich abgelehnt.
Aua, aus welchem Grund denn ey? Ich hab mich verguckt, entschuldigen Sie. Aua, ich dachte schon ey. Ihre Bewerbung wurde angenommen. Super Typ ey. Wie heißen Sie denn überhaupt? Ich bin Herrn Hort. Herrn Hort? Ja. Herrn Hort, so wie der Kindergarten, nur Hort. Richtig, die Nachmittagsbetreuung. Und nicht nur das, sondern auch hier im... Also sehen Sie den ganzen Laden hier? Genau, den drehe ich bald um, weil wir Sie werden... Nee, den drehen Sie nicht um, weil der gehört mir, Herr Boots. Aua, Sie sind hier, denn es ist dein Laden. Richtig, und Sie haben sich hier ein bisschen unter Kontrolle, Herr Boots, sonst wird das ein kurzes Praktikum. Haben Sie das verstanden? Ist dein Laden komplett? Ja. Okay, ich werde mich benehmen, natürlich. Gut, wenn Sie sich nicht benehmen, hat das Konsequenzen, Herr Boots. Verstehen Sie das? Okay, super. Gut. Ich werde jetzt schweigen wie ein Schmetterling. Okay, gut. Der Nächste? Der Nächste. Ja, wunderschönen guten Tag. Herr Mast, 2 Meter zurück, nur zugucken. Herr Mast, Sie halten den Mund, treten zurück. Herr Gavari. Hier an die Kommode. Hier. Ich wollte Ihnen noch sagen, was mit Herrn Gavari aus. Sie müssen sich anstellen. Okay, aber stellen Sie sich hier hin. Der Herr Gavari hat mich überfahren. Links. Oh, keine Gewalt im PD. Guten Abend. Was kann ich für Sie tun? Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Ein Hort. Okay, Sie sprechen mit Dwayne. Dwayne. Wie buchstabiert man das? Das ist doch egal, Amigo. Was kann ich für Sie tun? Ich wurde hierher gerufen, dass ich um 0 Uhr meine Praktikum hier beginnen kann. Ja. Wo ist der Officer jetzt? Der Name? Wer ist der Name? Ihr Name. Dwayne! Einfach für alle, die jetzt gerade da sind. Es gibt gerade keine Praktikanten. Doch, gibt es. Und wir werden keine Praktikanten aufnehmen. Doch, mich, Amigo. Nein, auch Sie nicht. Doch, mir wurde es so verteilt vom Oberkommissar. Amigo. Dann kommen Sie gerne morgen Abend nochmal wieder, dann schauen wir mal rein. Nee, mir wurde gesagt, um 0 Uhr soll ich hier antreten. Ist abgelehnt. Nee, ist angenommen, Amigo. Gut, schönen Abend noch. Ah, nee. Amigo! Hey! Amigo! Herr Hort, kommen Sie zurück, bitte? Herr Kollege, Sie nerven, Sie gehen uns auf die Eier, was kann ich für Sie tun? Ja, Sie, und zwar, wo ist dieser Mann mit grüner Mütze für die Praktikum? Das Praktikum für Sie ist heute Abend abgelehnt. Es wird angenommen. Abgelehnt! Angenommen! Gut, sag doch einmal angenommen. Was dann? Ja, dann siehst du es. Angenommen! Dann komm mal mit. Ich mach hier nur sauber, ne? Weitermachen. Was denn? Was meinen Sie denn? Erwischt, Amigo. Alles gut. Einen Moment. Moin, Mr. Hort. Was ist das denn jetzt? Amigo. Merken Sie was? Ich wurde zum Praktikum hier. Ja, jetzt machen wir ein Praktikum. Ich wurde zum Praktikum her. Ja, wir machen eins. Was ist denn das für ein Praktikum, Amigo? Herr Hort, warten Sie. Ich muss kurz mit dir. Hey, mach die Musik leiser. Dwayne, Amigo. Ach du Scheiße, die ganzen Zellen sind ja voll. Amigos. Osama, ich wurde willkürlich festgehalten von Herr Hort, dem Rotschopf. Wer jetzt mal gegen Rotschöpfe geht, das geht ja immer gar nicht. Ey, Dwayne konnte nicht. Der bleibt schön. Digga, warum sind die Türen einfach nicht zu? Oh Gott, Amigos! Ich hab nichts gemacht. Amigo! Ich werde hier willkürlich festhalten. Ich habe gar nichts gemacht. Herr Hort, haben Sie das eben gesehen? Wunderschön, Herr Mast. Herr Mast, können Sie ihm mal sagen, ich habe nichts gemacht. So, Amigo, ich drücke Ihnen jetzt ein Bußgeld rein. Gefängnisausbruch, 100.000. Was für ein Gefängnisausbruch? Hier drin nicht rauchen. Hallo. Amigos, ciao. Der denkt, der wäre Praktikant, weißt du? Oh Gott. Bleiben Sie stehen. Wenn Sie jetzt aus der Zelle abhauen, werde ich Sie umgehend erschießen. Verstehen Sie das? Verstehe ich nicht. Wenn Sie sich einmal nur ein bisschen aus der Zelle bewegen, werde ich Ihnen zwischen die Augen schießen. Herr Hort, das können Sie nicht so mit mir machen. Doch, genau so werde ich es machen. Nein, können Sie nicht. Doch, genau so. Alle guten Dinge sind drei. Kommen Sie in meine Sie kommen Zelle jetzt in die Zelle und sollten Sie sich bewegen aus der Zelle heraus. Sollte ich auch nur einen einzigen Fluchtversuch mitbekommen. Was das für Sie und Ihr Leben? Ich zähle bis 3. Oh, rein. Gott, Sie werden das nicht. Rein. Welche Beschwerde haben Sie? Und zwar, wir haben eben ganz normal gearbeitet bei einem Juwelier, weil wir einen Auftrag hatten. Was haben Sie da gemacht? Ein bisschen sauber gemacht und ich sollte den Rahmen ein bisschen befestigen, hab da gehammert. Und es kann sein, dass ich aus in die Scheibe eingeschlagen habe, ein bisschen oder leicht berührt habe und da war halt eine teure Kette drin. Und deswegen kam die Polizei, weil der Alarm ausgelöst wurde. Ich verstehe. So, dann haben wir das Ganze gemacht, dann kommt die Polizei, das haben wir denen erklärt. Es war alles gut, dann hieß es, ja, jetzt müssen sie rauskommen, kontrolliert, alles okay. Ja. So, dann gibt die Dame... Die Frau Sammer war das, glaube ich. Gibt sie mir ohne Grund 50.000 Strafe und 5.000 Schwarzgeldstrafe. Schwarzarbeitsstraße. Ja, das ist dann ordentlich. Dann gucke ich eben in meine Rechnung. Die hat es mir dreimal das gegeben und dreimal Schwarzarbeit. Und alle anderen haben es nur einmal bekommen. Ja, so. Gucken Sie mal. Also ich sag mal so, entweder sind Sie der cleverste
Ich sag Ihnen das so, wie es ist. Der cleverste Einbrecher, der mir je untergekommen ist. Oder Sie sind einfach nur ein extrem schlechter Putzer. Wir hatten was? Einen Putzjob dort. Ja, also sind Sie ein extrem schlechter Putzer? Ich bin gut, also das ist mein Job, Mann. Okay, ich verstehe. Das heißt, Sie wollen jetzt Geld wieder haben oder was wollen Sie? Was ist jetzt los? Unsere Strafe bitte wieder. Gut, einmal die Namen bitte. Ich werde das einmal aufschreiben. Toni Groß. Herrn Groß, gut. Wie viel Geld fehlt Ihnen? 2x 50.000 und 2x 10.000. Und der andere Probleme? Der andere Dippi. Kollege? Dippi. Dippi! Der ist schwer vom Begriff, oder? Sepp Meier, Mann. Sepp Meier. Gut. Werde ich so notieren? Wie viel fehlt dem? Denk mal das Gleiche. Ich werde das einmal notieren. Ich werde mich dann bei Ihnen melden, ja? Alles klar. Gut. Entschuldigung. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Herr Groß, wo wollen Sie denn bitte hin? Ich müsste mir einen Taco holen. Komm mit, wenn du willst. Also ich sage Ihnen so, Herr Groß, können Sie nicht einfach im PD rumlaufen? Ich gebe Ihnen einen Taco und dann... Gestern war ich auch so ein Taco essen. Ja, aber ich gebe Ihnen einmal einen Taco. Hier. Oh nein. Ich bestelle den so, wie ich es mache. Und doch. Und jetzt verlassen Sie bitte einmal das PD, ja? Bitte einmal verlassen das PD. Kommen Sie bitte einmal mit. Das PD hat jetzt geschlossen. Die Tacos oben sind für die Polizeibeamten, die haben auch Hunger. Und für mich auch. Nein, ich war heute mit Frau Sommer da, gestern war ich mit Gitta und heute mit dir. Wenn wir oben einen Taco holen, verlassen Sie dann das PD? Ja klar, komm mit. Weißt du überhaupt wo? Natürlich. Ja, du bist da ein bisschen öfter, hä? Natürlich. So, Julio, einmal einen Taco mit viel Guacamole. Ja? Und ein bisschen Tabasco bitte, aber nur ein bisschen. Hört sich sehr lecker. Magst du viel Tabasco oder ein bisschen? Ah, schon ein bisschen mehr. Ich mag schon. Also ein bisschen mehr und mit Bohnen bitte. Kidneybohnen, ja. So, danke. Und jetzt nimm mal, jetzt noch, wo der schön warm ist. Oh, der sieht sehr gut aus. Ess den schnell. Mm. Oh ja, oh, der ist sehr lecker, Herr Groß. So, mit Guacamole, die kommt so ein bisschen durch, ein bisschen die Schärfe von Tabasco. Das ist eine sehr gute Empfehlung. Ich danke Ihnen, Herr Groß. Kein Problem. Wenn Sie Polizeischwierigkeiten haben, kommen Sie zu Herrn Hort, ich helfe Ihnen. Gerne, Doc. Sowas höre ich doch gerne. Frau Sommer hat dir auch gefallen. Ja, ich bin mit Elisa Sommer zusammen. Du? Ja. Yeah. Mit Sommer? Mhm. Welche Sommer? Elisa Sommer. Was ist das? Wir sind seit heute ein Paar. Welche von denen ist das? Die Schönere. Ich weiß, welche du meinst. Ja. Da ist ein großer Unterschied. Oh ja. Ein sehr großer. Ey, dann viel Erfolg, Mann. Dankeschön, Herr Groß. Ich werde da die Leute dazu befragen, die Beamten. Bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys for life, baby. So, Herr Hort, ihr hört zu. Was ist? 120.000 pro Kopf sind notiert. Wie 120.000 pro Kopf? Was? Ja, für uns beide DP. Wegen aber ich habe. Nee, jetzt warte mal. Ich habe eins, noch zwei. Mehr? Ich habe drei Strafen, 50.000 und dreimal 5.000. Ja, das heißt, Herr Meyers. Also ganz kurz. Nein, ganz kurz. Nein, 120.000 pro Kopf oder ja, null für Sie und 120.000 für Herrn Groß. Mehr kann ich nicht machen. Ja, aber darüber sind mir ja, die Hände gebunden. Nein, das Ding ist ja, ich hätte ja nur 50.000 einmal bekommen. Dürfen ja. Und 5.000 fürs andere. Ja. Und die Frau Sommer hat es mir dreimal gegeben, was gar keinen Sinn macht. Ich will gar nichts zurückbekommen. Ich will einfach nur 50.000 zahlen und die 5.000 maximal und nicht 170.000. Ach, ich verstehe. Ich werde das mir Ganze... Mir wurde einfach zu viel gegeben. Und ach so. Das kann nämlich nicht sein. Ja, alle haben es nur einmal bekommen, ich habe es dreimal bekommen. Gut, ich werde das einmal notieren, Herr Meier, ja? Ich begleite Sie zur Tür. Ja, danke, Herz. Ja. Ganz kurz, ich wollte dir nur eine gute Nacht wünschen. Ich wünsche dir auch eine gute Nacht, Schatz. Schlaf gut, ne? Schlaf gut. Träum was Schönes. Gehen Sie mal bitte weg, das ist hier polizeilich. Junge Dame, ich wünsche dir auch eine gute Nacht. Ja, jetzt sag mal, Herr Meier, Frau Sommer, was willst du jetzt, ah? Elisa? Es war mir eine Freude heute. Ich warte doch, wenn was willst du jetzt? Was ich jetzt will, dass sie da weggehen. Mist! Und ich war doch nicht hot. Ey, willst du mich jetzt kommen? Ich dich auch. Ja, besser ist das, Alter. Rotschopf. Oh, das läuft ja nicht so gut hier mit uns. Einmal bitte zur Tür. Reißen Sie sich jetzt zusammen, bitte. Zusammenreißen. Herr Groß! Herr Groß, wo sind Sie denn bitte? Jetzt gleich geht's raus. Wieso? Hallo, Herrn Groß! Herrn Groß! Weg da! Herr Groß, ist sie eigentlich völlig irre? Sie ist böse, Hort, geh da weg! Hort, geh da weg, sie ist böse! Lass mich raus, bitte! Er geht schon weg! Ja. Wieso schießt? Herr Hort, da draußen, der Herr Meier wollte nochmal mit dir sprechen. Puschel, alles in Ordnung? Ja, mein Schatz, danke schön. Sehr gut. Ich lass sie da mal. Dann wünsche ich eine gute Nacht. Ich dir auch, aber zur Info, da ist der Typ. Ich liebe euch, also zu knuffig. Ja, ich sag mal so, ne, der sieht jetzt nur noch schwarz. Das glaube ich, du hast halt Temperament, was soll ich sagen, aber das gefällt mir ja auch an dir. Das kann ich nur zurückgeben. Da meine ich doch. Gute Nacht. Gute Nacht.